Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Risen 3. In der letzten Folge sind wir hier unterwegs gewesen und haben den kleinen Rami in der Minen, in der Gnomenmine gefunden, befreit von Spinnen und so. Und heute wollen wir hier weitermachen, die Mine abschließen und dann mit den letzten zwei Minen noch fortfahren, um irgendwie echter zu werden. Denn ich denke, das ist meine Aufgabe. Wir werden weitersehen. Erstmal reden wir mit Banu. Du kannst wieder arbeiten. Die Viecher sind erledigt. Du meinen Gnu wieder in Sicherheit? Ja, Gnu wieder in Sicherheit. Tantan. Hier, das ein für dich. Okay, danke. Wo muss ich den hinbringen eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht. Wir schauen mal kurz nach. Logbuch, Minenbericht. Die gute Mine, raus aus dem Stollen. Ich sollte ihn befreien und nach oben bringen. Okay, dann mal schauen, wie weit er nach oben will. Ob der vielleicht zu dem hier will? War der das? Nö, du? Will seine Ruhe. Nö, du will seine Ruhe. Homie? Was ist denn jetzt schon wieder? Granne Draco, Odotini Draco Akafaris? Rami Vanna Granne Draco. Nix Treppi. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Omi Fabo Kerl. Ja, weiter. Hat er jetzt gesagt, er will nicht die Treppe laufen und er will lieber den langen Weg gehen? Weiß gar nicht so richtig, was der lange Weg ist. Und was hier der falsche Weg ist. Ach, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier lang. Er will erst auf jeden Fall zu dem Gnomenaufseher, nenne ich es mal. Und da bringen wir ihn jetzt doch hoffentlich hin. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Der andere Weg wären vermutlich die Treppen gewesen, aber ich weiß es nicht ganz genau. Oh, Lucky Lucky, Marvin Cliff. Boah, der kann aber auch nicht die Klappe halten, oder? Die Felswand ist echt toll. Jetzt lass uns endlich weitergehen. Mann. Ach, Rami, du kleine Nervensäge. Du machst den ja richtig fertig. Bitte tu mir das nicht an. Lalala. Ja, so die Minenstollen, die sind schon ganz schön gemacht. Das sieht natürlich für heutige Tage nicht mehr so toll aus von der Grafik her, aber was soll es? Ich bin da nicht so. Ja, jetzt sind wir da beim Fares. Ja, ist schon gut, Kleiner. Rami Dona, Granne Dingi für Homie. Nicht schlecht, danke. Okay, sehr schön. Okay, reden wir mal mit Fares. Was deine Kollegen hier unten angeht, ich habe Rami gefunden. Er hat im unteren Teil der Mine einen Durchbruch entdeckt. Dort kam eine große Spinnenhöhle zum Vorschein. Kaka, ich hoffe, er hatte nicht zu großen Schreck bekommen. Ihm geht's gut. Es ging. Miss Mila, ich freue mich. Miss Mila. Dann wird Rami bald wieder arbeiten in Kava. Okay. Was deine Kollegen hier unten angeht. Ich habe mit Vega gesprochen. Yep. Er hat keine Probleme mehr. Supi, Homie. Ich habe mich um Banus Probleme gekümmert. Habe ich jetzt alle Gnomen schon abgearbeitet? Banu ist wichtiger Arbeiter. Ja, ich habe genau. mich um alle Gnome in der Mine gekümmert. Dann Homie Kumpo von Gno. Du jetzt großer Freund. Prima. Hast du gesprochen mit Wächter Valamir? Nein, noch nicht. Dann Homie sollte reden mit ihm wegen Halpo. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Homie hat genug getan. Okay, wunderbar, vielen Dank. Ja, dann haben wir jetzt alles geschafft. Damit sollte diese Mine komplett sein. Da pennt das mal einer. Muss ich jetzt lang? Ich will nicht wieder runter. Ich will raus hier. Verdammt. Falscher Weg. Naja. Okay. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall diese Mine geschafft. Fehlen nur noch zwei. Sehr schön, ne? Das ist eine tolle Sache. Und dann werde ich hoffentlich Wächter. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob ich noch irgendwas machen muss. Ich glaube, es hat dann noch irgendwas mit diesen Monolithensteinen zu tun. Aber da haben wir ja schon mal gesehen, was wir ungefähr zu tun haben. Nämlich da hingehen und irgendwas einsetzen. Warum auch immer. Das werden uns sicherlich die Magier noch sagen. Wir müssen ja auch noch zusehen, dass wir irgendwie zu den Magiern in das Gebäude rein dürfen, ne? Wo ist denn der Typ? Valamir? Valamir! Ist der in der Hütte drin? Und pennt? Der faule Sack, während ich hier die ganze Zeit die Arbeit mache. Das ist ein verdammter Ernst. Ist da wer? Ja, ich bin's. Hallo. Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Faules Schwein. Das will ich dir auch geraten haben. Da, nimm dieses Gold. Ja. Damit du merkst, dass harte Arbeit sich lohnt. Das sagt der da die ganze jetzt Zeit pennt. Abmarsch. Deine Belohnung ist mir zu mickrig gewesen. Moment mal. Wie viel Einschüchtern haben wir denn bestimmt nicht annähernd genug, oder? Nee. Na gut. Achso, konnte mir noch was beibringen? Ist da weg. Bring mir etwas, wenn du Gold hast. Einschüchtern. Na, das geht ja noch nicht, ne? Oder? 40, 50? Dann müsste ich hier irgendwas auf 5, warte mal. Moment Bring mal. Mir etwas. Wenn du Gold hast. Härte 40, Einfluss 50. Lohnt sich das, den Einfluss auf 50 hochzumachen? Eigentlich schon. Das kostet mich 11.000 Ruhm. Im Endeffekt ist es das wert. Ich wollte zwar eigentlich ein bisschen was in die Magie stecken, aber dafür wird es schon erreichen dann, oder? Ja, komm, wir machen das jetzt. Jawohl. So, her mit dem
Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast. Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern kann. Oh ja, jetzt geht's ab. Natürlich, kein Problem. Ah, das war's, okay. Das geht dann noch weiter. Alter, das wird dann nochmal richtig hart. Wie viel haben wir jetzt? 80, aber da komme ich auch nicht, da komme ich auch nicht auf 100 jetzt, auch nicht durch irgendwelche Gegenstände, oder? Ohrringe? Nee, irgendwie gar nicht. Amulette plus 20 einschüchtern wäre ein bisschen viel durch so ein Amulett, ne? Nee, ich glaube, da können wir wirklich nichts machen. Spinnenauge, das ist ein Ring. Okay, cool. Ja, nee, alles klar, das hat mir nicht sehr viel gebracht. Okay, schauen wir mal auf die Map. Wo müssen wir jetzt noch hin? Da ist noch eine Mine. Hier unten ist der Eingang. Und die andere Mine ist dann noch hier. Gut, das ist im Prinzip nicht weit. Wir gehen den Berg herunter und dann einfach nach rechts. Schöne Sache. So, das wurde übrigens mal wieder nicht gestreamt, da mein Rechner zuletzt immer abgeschmiert ist, wenn ich Streaming und Aufnehmen gleichzeitig gemacht habe. Ist ein bisschen schade drum. Ich würde... Alles klar. Ich würde das im Prinzip gerne so machen, aber naja. Es lässt sich halt nicht ändern, ne? Wenn die Technik nicht so richtig will. Wir müssen übrigens nicht den Berg runter, sondern... Nee, doch, wir müssen den Berg runter. Verdammt! Ach komm, dann springen wir einfach. Juhu! Das macht ja nichts. Ein bisschen was essen noch nebenbei. Das finde ich übrigens ein bisschen schade, dass die ganzen... Dass gerade das Essen keine Animation mehr hat. Ich meine, das macht es für den Kampf einfacher, weil du dann mitten im Kampf halt einfach essen kannst. Aber im Prinzip ist es ein bisschen blöd. So. War ich hier schon mal... Ja, ich muss nach unten. Bones, möchtest du vielleicht auch mitkommen? Geht Bones mal wieder Umwege? Ja, genau. Wir müssen hier... Ach, wir müssen erst hier zurück. Komm ich hier runter? Ist das sehr tief? Nee, es geht. Hallo! Und dann müsste auch schon der nächste Mineneingang hier sein. Da sind Spinnen. Bones ist dabei, okay. Na dann. Felsspinne? Ach, ich Idiot. War der falsche Knopf. Kannst du ruhig mitmachen, Bones. Ist alles kein Stress. Aber nicht wieder die Spinne ins zum Fliegen schicken, wenn es geht. Noch eine? Ja, das sind gleich noch mehrere. Ach, jetzt hänge ich an dem Stein fest. Aua. Und wir haben der Spinne richtig schön gebissen. Aber Bones, bitte, mach mit. Ja, du tanzt da oben auf dem Stein, ich verstehe. Ich verstehe ja. Du hast keine Lust, ist okay. So, das ist eine Ratte. Ratte! Was ist hier? Hier ist noch ein weiterer Weg, ne? Aber da muss ich eigentlich nicht mehr hin. Nee, ich will nur in die Mine rein. Okay, die Ratte machen wir noch platt. Ah, habe ich das schon? Nee, die habe ich noch nicht platt gemacht. Und plupp. Eine Ratte weniger. Immer diese Rattenplagen hier. Spruchrolle. Kristallfackel, okay. Hier könnte ich mich ausruhen. Ich würde sowieso gern mal... Ah, jetzt muss ich wieder durch die Träume wandern. Ah, immer dasselbe. Ich würde gern im Prinzip mal... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Keine Ahnung. Schlafen gehen. Beim hellen, am helllichten Tage unterwegs sein. Wer ist denn das? Ist das der Gouverneur? Ach, Sia. Hey, ah, du, ein Pirat. Bleib stehen. Hast du meine Goldbrosche gesehen? Hm, nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Verdammt. Ich war mir fast sicher, dass sie hier irgendwo... Du hast sie doch bestimmt gestohlen. Gib sie wieder her, bevor ich dir das Fell über die Ohren ziehe. Du bist bloß ein Geist. Wie willst du das tun? An diesem Ort gibt es kein Gold. Pah! Und was ist das hier? Moment mal, wo ist meine Geld? Ich hab sie nicht gestohlen. Sie war doch gerade noch. Geh mir aus dem Weg. Ich muss hier so schnell wie es geht wieder verschwinden. Moment noch. Ach, diese Träume, das ist irgendwie total sinnlos. Naja, wir schlafen jetzt nochmal. Bis zum nächsten Morgen. Seele minus 1, ja toll, schön. Immer dasselbe. Aber was soll's, wir machen einfach weiter. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir können dann später auch wieder den Sternenstaub oder wie der Krams heißt. Kristall, Seelenstaub? Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber hättest du was dagegen, wenn ich eine der Leichen hier benutze, um mich zu reinigen? Natürlich nur, wenn wir eine finden. Hier sieht es nicht sicher aus und du willst dich mit Blut einreiben? War ja nur eine Frage. Der Bones, ey. Ich nehme an, wenn ich durch das Spinnennetz gehe, kommen Spinnen? Collins. Kein Zweifel, das waren die Schattenbiester. Armes Schwein. Es ist ein schlechter Zeitpunkt, sich das in Ruhe anzuschauen. Aber 30 Gold. Mach mit. Gut so. Nice. Immer schön ins Gesicht. Auch bei Skeletten. Das zählt immer. So, was hat er noch? Ah, also nichts mehr. Das waren wir schon, die 30 Gold, die ich eingesammelt habe. Ein Höllenhund. Aua. Boah, der ruft mich trotzdem. Ist nicht wahr, oder? Komm schon. Da kommt schon der nächste.
Okay. 2 von 5. Also hier, die Mine ist scheinbar von Schattenwesen eingenommen worden. Oder besetzt worden, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Und ja, die anderen waren ja eher so ein bisschen gemütlich, ne, zu befreien. Aber hier geht's gegen stärkere Gegner. Aus deiner Haut mache ich eine Mütze. Wie viele Mützen müsst ihr eigentlich noch machen bei uns? Du hast das doch bestimmt schon 20, 30 Mal gesagt, aber... So, das Skelett schaut schön zu, während wir den Höllenhundblatt machen. So gehört sich das. Aber die Schergen sind nicht dabei, diese dunklen Schergen, ne? So, wunderbar. Ach, ein Skelett, das ist auch 5. Uiui. Und 2 Schergen. Alter, das wird richtige Arbeit hier. Junge, Junge, nicht schlecht. Da haben wir zu tun, aber es ist zum Glück nur Leute abmurksen. Hier sind, oh, hier sind ein paar tote Gnome. Willst du dich auch mit... Moment mal, ist da wieder so eine... Ist das wieder so eine Stolperfalle? Nee. Gnome, tot. Ach, der arme. Der arme kleine Gnomi. Hier ist ein Bett. Ja, das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zum Schlafen gehen. Würde ich mal so behaupten. Eine Truhe. Immer schön die Truhen öffnen. Ne? Das sollte man nie vergessen. Ich habe ja auch mittlerweile so viele Fähigkeiten mit Diebestalenten und Einschüchtern und den ganzen Krams, dass ich danach eigentlich wirklich nahezu alles, was es noch so an Punkten kommt, in meine Magie setzen kann. Da sieht es ein bisschen aus wie Endstation. Ne, wir laufen mal woanders. Ach, hier geht's auch runter. Okay. Das sind die Schergen. Okay. Und ein Höllenhund. Ah, das ist ein bisschen viel auf einmal. Eigentlich wollte ich erstmal den Hund platt machen. Okay, der ist tot. Einmal Scherge. Der andere wird von Bones bearbeitet. Manchmal muss man halt so ein paar aufgeladene Schläge machen, um die Verteidigung zu brechen von den Schergen. Und ja, das machen wir natürlich. Na komm. Stirb doch. Du kannst dich da eh nicht wehren. Aber okay, du kannst dich wehren. Ich nehm's zurück. So. Damit sind die Schergen quasi Geschichte. Ach ne, der eine lebt noch, ne? Bones, warum dauert das so lange? Bist du sonst so ein geschickter Kämpfer? Und tot. Sehr schön. Die Schattenwaffe sammeln wir wieder ein. Auch wenn ich die eigentlich nicht brauche, die sind eh nicht viel wert, aber... Pff, ja. Wer hat, der wird gegeben, ne? Oder wie sagt man? Eigentlich sagt man genauso. Okay, die Mine ist wieder recht groß. Das sieht alles sehr interessant aus, aber... Gibt es hier auch irgendwas? Ein paar Kristalle zum Abbauen hier zum Beispiel? Ein paar zum Einsammeln eventuell. Wunderbar. Ich frage mich, wie viele ich davon mittlerweile habe. Es müsste eigentlich eine ganze Menge sein. Wir schauen gleich mal nach. Erst baue ich das aber ab. Und schwumm. Immer schön die Spitzhacke schwingen, damit wir unsere Vorräte aufstocken können. Denn ja, wir werden die als Magier brauchen. Ich glaube, wir werden die Kristalle dann nutzen, um dafür Zauber zu lernen. Oder so ähnlich. Vielleicht. Kristall. Kristall aus Antigua. Magischer Kristall. 137. Okay, das sieht nach einer Menge aus. Aber ich dachte, die Zauber, also man gibt es aus, um die Zauber von den Magiern zu lernen, wenn mich nicht alles täuscht. Todeshauch, Alter. Minenwache. Alter, hier sind übelste Wachen, übelste Gnome und die lassen sich einfach abschlachten? Warum denn? Sind wir hier schon im Gebiet der Schatten? Nee, ne? Das ist hier unten. Alter, okay. Noch eine Truhe. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Diebeskunst ich dafür brauche, aber wieder mal nicht viel, ne? Eieiei. Das ist nichts. Von Bedeutung. So, ein Kristall. Ja, ne? Ansonsten kann ich hier gar nicht viel erzählen. So viel gibt es hier nicht zu sehen. Da oben ist nochmal so ein Höllenhund. Wir müssten auch langsam alles gekillt haben, oder? Und das war's. Okay, noch 3 Skelette. Den Rest haben wir erledigt. Was ist das hier? Noch ein toter Gnome. Oh, die armen Gnome. Warum sind die alle erschlagen worden? Eine Ratte. Keine Rattenplage in meiner Mine, bitte. Das fällt aus. Skelettis, hallo. Der hat keine Haut, das ist ein Skelett. Bei uns, du stehst ein bisschen im Weg. Kann das sein? Umgetackelt, nice. Und erstochen. Ja, gut, ein Skelett erstechen. Fällt eigentlich recht schwer, vermute ich. Ich will kein... Oh. Ich wollte das Buch da nehmen, was ich wahrscheinlich eh wieder nicht nehmen kann, aber naja. Was soll's. So. Leider ist meine Grafikkarte schon wieder sehr warm. Das gefällt mir nicht. Ich kann euch aber nicht sagen, warum das in letzter Zeit immer so ist. Naja. Ich hoffe mal, das reicht jetzt noch, um die Folge hier zu beenden. Ansonsten muss ich leider weinen. Ein bisschen. Skelettis, wo seid ihr? 2 Stück noch. Dann ist auch diese Mine geklärt. Jetzt schlage ich ein paar. Hier sind sie beide. Okay. Okay, die wollen schon mal nicht so richtig kämpfen. Ah, verdammt, der hat mich erwischt.
Schlag zu, schlag zu. Jo. Und. Ach, komm schon. Dass die sich aber immer so verteidigen müssen, ne? Mann, bin ich froh, wenn ich Magie habe. Aber ich arbeite ja drauf hin, ne? Also von daher wird es schon passen. Du kannst einem Skelett nicht die Kehle durchschneiden. Ein Skelett hat keine Kehle. Ach, Junge. So. Wow, das war ein Kick. Nicht schlecht. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es bald niemand mehr auf dieser Insel. Ja, ja, da ist was dran. Skeletti, hallo? Darf ich dich noch looten? Einmal looten bitte. Skelett tot. Okay, das liegt nahe. Gut, damit hätten wir auch das geschafft. Die Mine war einfach heute, oder? Ich vermute jetzt auch einfach mal, dass ich hier nichts mehr zu tun habe, denn... Ja. Ja, hier ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir reisen nach... Moment, habe ich die Karte gedreht? Ups. Also die habe ich... Das hier habe ich... Wieso sind die da unten noch markiert? Quest-Minenbericht. Moment mal. Die zerstörte Mine. Die zerstörte Mine. Die Mine im Westen von Taranis ist voller Leichen von Wächtern und Gnomen. Die Schattenwesen haben offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Jemand sollte hier mal sauber machen. Das habe ich doch gerade. War das die Mine im Westen? Hm. Ich gehe jetzt erstmal zu der Mine hier. Das heißt, wir porten uns. Ich weiß nicht so richtig, ob ich da jetzt irgendwas vergessen haben könnte. Denn die unten am Hafen, die scheint noch nicht gänzlich fertig zu sein. So, ich speichere mal kurz. Wir sind hier. So. Sehr schön. Temperatur sieht auch wieder gut aus. Scheinbar kommt mein Rechner mit den Minen nicht so richtig klar. Wo ist denn jetzt hier die letzte Mine? Die muss ja hier irgendwo sein. Ach, da gibt es einen Wächter, genau. Der muss mich erst reinlassen. Da erinnere ich mich noch irgendwie dran. Oder muss mir irgendwas, da muss mir noch Aufgabe geben. Ach, ich weiß es auch nicht. Ein neues Gesicht. Oh, Frink. Bist du der Ersatz für Garelt? Nicht, dass ich wüsste. Ach, verflixt. Ich hatte gehofft, dass endlich jemand seinen Posten übernehmen würde. Wenn ich soll. Muss ich mich wohl weiterhin mit diesem Drückeberger rumschlagen? Was für ein Problem hast du mit Garelt? Eines? Hunderte. Hunderte? Wow. Selbst die einfachsten Sachen kriegt er nicht hin. Hier herrschen klare Regeln und wenn diese nicht befolgt werden, dann ist ja bald der Ofen aus. Es gab Zeiten, wo die Menschen versucht haben, ohne Regeln zu leben. Dunkle Zeiten. Das war noch glückliche Zeiten. Ach, glückliche, Entschuldigung, mein Fehler. Von welchen Regeln sprichst du? Na, dann sperr mal deine Lausche auf. Erstens... Das Wort der Magier ist Gesetz. Ok. Zweitens, die Förderung von Kristallen hat die höchste Priorität. Höher ist das Wort der Magier zu ehren? Man hat auf dem Posten nicht einzupennen. Okay, okay, ich hab's kapiert. Ach, hast du? Wie lautet dann die erste Regel? Das Wort der Magier ist Gesetz. Das Wort der Magier ist Gesetz. Absolut richtig. Ohne eine strenge Befehlskette läuft gar nichts. Okay. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Okay. Brauchst du Hilfe? In der Tat. Ich warte seit einer Ewigkeit auf eine Lieferung Kristallbeutel aus der Lagermine. Lagermine? Wenn ich nicht damit rechne, dass Garelt sie liefert, wirst du sie mir liefern. Okay. Es würde sich für dich lohnen. Mein Wort hat hier im Lager Gewicht. Ja. Ich bringe dir deine Kristallbeutel. Ausgezeichnet. Vier gefüllte Beutel sollten reichen. Und immer dran denken, die Förderung von Kristallen... Höchste Priorität. Ja, ja. Okay, ist die Lagermine denn jetzt direkt hier drin? Moment mal. Ah ja, das sind die Beutel. Okay, okay, okay. Wir schauen mal. So, hallihallo. Ich bin's und ich möchte eure Lagerbeutel, eure Kristallbeutel haben. Entschuldigung, Lagerbeutel. So ein Käse. Ist dann der direkte zweite Ausgang, oder? Ach so, die liegen hier rum. Boah, ist ja einfach. Spitzhacke? Brauche ich doch nicht, aber nehmen wir mit. Und die Kiste? Naja, es schaut gerade niemand. Ja, tu gut. Das war jetzt nicht so ertragreich, aber wir wollen uns nicht beschweren. Das war ja for free. Na gut, die Beutel sind alle auf der Karte eingezeichnet. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Hallo. Kristallbeutel Nummer 2. Nur 4 Stück. Das ist doch ein Klacks hier, die Arbeit. Das ist ja keine Arbeit. Das ist doch hier Eierschaukeln. Was willst du? Der wirkt ein bisschen müde, oder? Wärst du auch, wenn du ständig Wachdienst schieben müsstest. Oh, Taschendiebstahl. Ein Grog und zweimal magischer Kristall. Nicht schlecht. Dienst? Hier passiert doch eh nichts. Genau das habe ich Frink auch versucht zu erklären. Aber der kam mir gleich wieder mit seinem Vorschriftenquatsch. Ich sag dir, der hat den Kopf so tief in Magnus Hintern, für den scheint nie die Sonne. Okay, das macht Sinn. Mach doch mal eine Pause.
Um mich von Frank erwischen zu lassen? Nö. Nö. Muss eh noch dem Gnomen Darkiel Beine machen. Der pennt sich wieder einen zusammen. Hey, warte mal. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Finde ich gut. Du machst Darkiel Beine und ich mach meine Pause. Super Idee. Und du gibst mir einen Rum. Was hab ich davon, okay, wenn ich dir helfe? Ganz einfach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn hier und da ein paar Kristalle in deine Tasche wandern, hab ich nichts gesehen. Ich hab nichts Aber gesehen. Aber lass dir ja nicht einfallen, unsere Abmachung bei Frink für ein paar Goldmünzen zu verpetzen. Machen wir. Kein Stress. Gut. Ich ruh mich dann mal aus. Frink hat mich beauftragt, hier in der Mine Kristallbeutel aufzusammeln. Ach, bist du jetzt sein neuer Laufbursche? Ja, irgendwie schon, ne? Er sagte, dass das eigentlich dein Auftrag ist. Es war mein Auftrag. Jetzt ist es deiner. Das machst mal schön du. Toll. Aber sieh's locker. Mal gewinnt man, mal verliert man. Mal gewinnt man. Die anderen, ja. So mal verliert man, mal gewinnt die anderen. Ja. Kenn ich schon den Spruch. Okay, gut. Dann soll es aber für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf deinem Kanal vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und damit ist Risen 3 für heute schon wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne Bewertungen da lassen, kommentieren, liken und alles, was euch sonst noch so einfällt. Außerdem könnt ihr euch gerne mal noch ein bisschen auf meinem Kanal umschauen, denn da gibt es noch ein paar andere Projekte, die euch durchaus interessieren könnten. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!